Weißt du irgendwas oder so? Nikos Apartment. Ich habe ein weiteres Rätsel gelöst. Hammer. Hast du? Nun, ich nehme an, ja. Na, was ist es? Wie lautet die Antwort? 1314. Was bedeutet das? Es war das Datum, an dem Jacques de Molay verbrannt wurde, oder nicht? Natürlich. Die Antwort war in einem bemalten Glasfenster versteckt. Als ich durch die Linse schaute, veränderte sich das Bild. Es wurde ein Mann, der von Flammen umgeben war. Mir kommen die Antworten auf die Rätsel der Templer genauso geheimnisvoll vor wie die Rätsel selbst. Manchmal frage ich mich, ob die Handschrift nicht ein komplizierter Scherz ist. Die Templer waren nicht die Sorte Mensch, die scherzt, oder? Ja, wenn ich jetzt die Schriftrolle angucke, dann kommt wieder irgendein Kack, deswegen mache ich das nicht. Schau dir den Kelch jetzt mal an, Nico. Was ist passiert? Er glänzt ja richtig. Ein Priester in Montfaucon hat ihn für mich poliert. Das ist unglaublich. Ja, sieht aus wie neu. Nein, dass du herausgefunden hast, wozu Priester zu gebrauchen sind, das ist unglaublich. Ein Kommentar? Ja. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Genau so schlau wie vorher. Museum vielleicht? War irgendwas los? Hi, André. Hallo, George. Als ich in Syrien war, habe ich ein seltsames Götzenbild. Wie sieht denn das denn eben sah nicht? Wie ein Kopf mit drei bärtigen Gesichtern aus. Grässlich. Das klingt, als wäre es Baphomet, das Götzenbild, das die Tempelritter beschrieben haben. Die armen Christusritter hatten ein Götzenbild, das so aussah? Angeblich ja. Die Beschreibung des Götzenbildes stammt aus Beweisen, die von der Inquisition herausgepresst wurden. Man darf allerdings nicht außer Acht lassen, dass auf den Besitztümern der Tempelritter niemals auch nur eine Statue oder ein Götzenbild gefunden wurde. Das heißt, bis jetzt. Im vorigen Monat wurde eine Statue von Baphomet ausgegraben. Direkt hier, in Paris. Wo? Im Institut Hermétique de Nerval. Die Statue befindet sich unter den Fundamenten. Ein Arbeiter hat sie bei der Renovierung des Gebäudes entdeckt. Können Sie mir mehr über die Statue von Baphomet erzählen? Es handelt sich dabei um ein angsteinflößendes Bild, sogar heutzutage noch ein bärtiger Kopf. In den Sockel der Statue sind Symbole der Tempelritter eingraviert. Einer der Arbeiter bemerkte einen seltsamen Fleck am Sockel. Er behauptet, dass der Fleck wie Blut aussähe. Blut? Genau. Gut, wieso hat er mir das eben nicht gesagt, der alte Vielen Bauer? Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt eine neue Location. Wäre echt super. Habe ich hier, oder? Site de Baphomet. Oh ja, bitte. Der Typ sieht extrem einladend aus. Warum ist hier hat diese Farbe hier eine Hand? Okay. Hier, scheiß Cursor. Hey du, weg von meiner Schutthalde! Okay. Gott. Was willst du denn, ey? Spacko. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir helfen? Was ist? Ich hätte da ein paar Fragen. Ja, herrlicher Typ. Sie machen das ja ganz prima. Danke, ich habe schließlich auch meinen beruflichen Stolz. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der eine Gauloise so formvollendet rauchen konnte. Das ist eine natürliche Begabung. Das war sarkastisch gemeint von mir. Das war gleichgültig gemeint von mir. Darin sind Sie auch sehr gut. Danke, vive la différence. Tja, und was machen Sie hier so? Pause. Ja, ich meine, wenn Sie die Pause beendet haben. Eine Pause beenden? Was für eine interessante Vorstellung, Monsieur. Sie müssen da wahrscheinlich erst mal drüber nachdenken. Ich werde noch eine Zigarette rauchen, während ich dieses neuartige Konzept durchdenke. Vielleicht auch noch morgen. Ja, rauch du mal eine. Okay, formulieren wir das mal anders. Zu welchem Zweck wurden Sie engagiert? Um die archäologische Ausgrabung im Untergeschoss dieses Gebäudes von Schutt freizuhalten. Und um kleine Schäden an den Torrahmen mit meinen kleinen Farbpinselchen wegzutupfen. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Unglücklicherweise bin ich kein sehr verantwortungsvoller Mensch. Selbsterkenntnis ist der Weg zur Besserung. Und was wissen Sie über die Ausgrabung hier? Ich weiß zum Beispiel, dass die mich nicht reinlassen, damit ich meinen Job erledigen kann. Ich würde mich ja bei meiner Gewerkschaft beschweren gehen, aber... Sie haben sich nie die Mühe gemacht, beizutreten. Stimmt. Aber ich sag Ihnen was.
Ich finde es erstaunlich, was für Leute sich alles für diese Ausgrabung interessieren. Leute, denn vielleicht können wir ihn mal hier nach dem Foto fragen. Was ist denn so Ungewöhnliches an den Besuchern hier? Keiner davon sieht für mich wie ein Archäologe aus. Wissen Sie denn, wie ein Archäologe auszusehen hat? Ein dreiteiliger Anzug, Aktenkoffer aus Krokodilleder, Rolex? Ja, genau. Aber so zieht sich doch kein Archäologe an. Genau, Monsieur, ganz genau. Also, wer ist das? Wen interessiert das, solange die mein Gehalt zahlen? Was sagt Ihnen das Wort Tempelritter? Tempelritter? Tja. Nichts? Nichts. Gut, Foto? Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Ja. Er hat mir eine ganze Menge Fragen gestellt, genau wie Sie. Aha. Le Monsieur Carne. Okay, Hände schütteln? Ich bin ziemlich sicher, dass der Shake and Shock sich in Syrien entladen hat. Okay, schade. Ich habe noch etwas Stuckgips. Erstaunlich. Kann man hier irgendwas machen? Ein öliges Tuch. Kommen Sie damit nicht zu nah an meine Zigarette, Monsieur. Oder es könnte eine Verpuffung geben. Ich puff dir gleich eine, ey. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Aber ja, das ist ein Kommunionskelch. Muss ich wissen, müssen Sie wissen, war mal Messdiener. Sie? Ja, ich. Was ist so komisch da dran? Nicht. Okay. Bis später mal. Wir hauen mal ab. Au revoir, Monsieur. Hier gibt's gerade nichts zu machen. Wir können den Eimer wahrscheinlich nicht nehmen, nehme ich an. Hey, Monsieur, Finger weg von meinem Farbeimer. Okay. Das will ich aber auch gemeint haben. Einfach an fremder Leute Farbeimer rumzufummeln. Puh. Alter, ein scheiß Farbeimer doch. Oh, verdammt, habe ich doch glatt meinen Kletterhaken zu Hause gelassen. Keine Chance, darauf zu klettern. Okay, wir können hier runter. Mal gucken. Oh, direkt der nächste Wachmann. Was haben wir denn hier alles? Hier ist irgend so eine Vorrichtung. Ich kenne keinen vernünftigen Verwendungszweck für eine Sammlung von Dreck und halben Ziegelsteinen. Trotzdem mitnehmen. Der Flur führt zu einer alten Abstellkammer, die ihre Tür verloren hat. Da ist nichts Interessantes drin. Okay, was ist das hier? Ich kann mir nicht ausmalen, was ich erreichen könnte, indem ich daran drehe. Was ist das überhaupt? Ein Thermostat ist über dem Radiator angeflanscht. Okay. Der Radiator pumpt Hitze in den Raum, weil das Thermostat ganz bis zum Anschlag aufgedreht ist. Kein Wunder, dass es hier drin warm ist, obwohl durch die offene Tür die kühle Herbstluft hereinzieht. Okay. Tür? Lass mich da durch. Ich komme nicht zu der Tür, solange der Wächter da steht. Ah, was haben wir denn hier? Hallo? Entschuldigen Sie? Oui? Was genau machen Sie eigentlich hier? Ich stehe auf Wachposten. Sollte ich Ihrer Meinung nach lieber Schafe scheren? Immer mit der Ruhe. Ich kann doch nicht wissen, dass Sie Wache stehen. Dürfte ich bitte erfahren, was Sie hier bewachen? Das ist geheim. Es ist nicht zufällig eine archäologische Ausgrabungsstätte. Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Eine Feststellung. Warum fragen Sie dann? Ich hatte so ein Gefühl, als wäre das hier kein normales Loch im Boden. Ich will da rein. Aber heiß haben Sie es hier drin. Ich muss die Türe immer offen halten, damit die Arbeiter rein können. Warum also nicht? Ich habe die Heizung hochgedreht. Sie könnten sich warm anziehen. Wenn's kalt wird, habe ich ja meine Handschuhe dabei. Aber warum, wenn's sowieso warm ist? Handschuhe, okay. Was wissen Sie über die Tempelritter? Es entsteht eine lange Pause, während der Wachposten überhaupt nichts sagt. Dann antwortet er... Nichts. Überhaupt nichts? Ist das irgendwie ein Test? Wie? Sowas wie eine Klassenarbeit in Geschichte? Nein, eher wie ein Test. Okay, ja, es ist ein Test. Oh, dann weiß ich absolut überhaupt nichts über die Tempelritter. Durchgefallen. Der Posten ist erstaunlich ausweichend. Um an ihm vorbeizukommen, wird etwas mehr als nur guter Wille nötig sein. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh. Haben Sie? Non. Okay. Was kann man hier noch machen? Ich habe... Es wäre recht dämlich, ihm den Kelch zu zeigen. Er könnte ja auch zu der Verschwörung gehören und das wollte ich lieber nicht riskieren. Ui? Sie haben... Das starke Verlangen zu singen. Möchten Sie mitmachen? No. Hier drinnen wird nicht gesungen.
Ja, er könnte natürlich zu den Templern gehören, ne? Also irgendwie so ein dummes Fußvolk oder so. Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. Okay, hier können wir telefonieren und hier geht's noch rein. Ich hoffe, wir gehen nicht mit. Komm ich hier rein? Eine geschlossene Tür. Das Wort Toilette ist in das billige Furnier geritzt. Diese Tür ist abgeschlossen, Monsieur. Ja, ich muss mal kacken. Lass mich doch mal. Ah, ich muss ganz dringend. Gib mir den Hallo, Schlüssel. ich bin's wieder. Was gibt es? Besser. Ich möchte gerne in den Waschraum, aber die Tür ist abgeschlossen. Oh, kein Problem. Hier ist der Schlüssel. Sehr gut. Danke. Und kommt da so rein oder muss ich das klicken? Die Tür ist verschlossen. Doof, ey. Oh, was haben wir denn hier? Wasserhahn ist mal direkt am Laufen. Das erinnert mich an Irland. Ich habe nicht vor, meine Hände hier zu waschen, also brauche ich sie auch nicht zu trocknen. Okay, trocknen. Was ist das denn hier? Achso, Seife. Das ist eine Kartoffel. Oh Mann, dreckige Seife. Wie schaffen die das bloß? An der Wand hängt ein automatischer Händetrockner. Der Trockner. Und hier, Die Hähne sind verrostet. Oh Mann. Die Dichtung am Kaltwasserhahn scheint hin zu sein. Das tropft nur so ins Becken. Okay. Also, kann ich irgendwas... Okay, ich kann irgendwas machen. Seife. Ist aber gerade nicht was. Ich gehe erstmal weg. Ich habe keine Lust, ein Stück dreckige Seife mit mir herumzuschleppen. Oh, weißt du, er nimmt einfach alles. Er nimmt alles mit. Er durchsucht Mülltonnen. Er nimmt schmutzige Taschentücher mit. Aber Seife nimmt er nicht mit. Ja. Boah, du Idiot. Guck ins Klo. Bei so einem komfortablen Waschraum wie diesem wünschte ich mich sehnlichst auf die schönen Toiletten in Syrien zurück. Da wird ziemlich gute Ordnung gehalten. Zumindest bevor ich wie ein Vandale dort gehaust habe. Naja, ist ja alles für einen guten Zweck. Ja, wir haben Nico ja eine schöne Kette besorgt. Ich brauche gar nicht nahe ranzugehen, um festzustellen, dass die Toilette mal sauber gemacht werden müsste. Okay, auf Klo gehen wir dann nicht. Das Ding fühlt sich richtig heiß an. Es scheint wegen großer Nachfrage auf ziemlich hohen Touren laufen zu müssen. Ich will keine Kohle. Ja, mehr können wir... Irgendwas mit der Seife, aber ich bin gerade nicht sicher. Mal raus. Aber hier? Darf ich mal das Telefon benutzen? Bedienen Sie sich. Ich bin hier angestellt, um diese Türe zu bewachen. Das Telefon kann auf sich selbst aufpassen. Hallo, Nico? George, was hast du herausgefunden? Noch nichts. Nichts? Stimmt etwas nicht? Nein. George, warum rufst du mich dann an? Oh, kein bestimmter Grund. Ich wollte nur mal deine Stimme hören. Ach ja? Dann hör mal gut zu, wie meine Stimme dir sagt, stör mich nicht, ich bin beschäftigt. Oh. Was für eine Alte. Okay, können wir irgendwas draußen machen? Hey, Monsieur. Was los? Hauen Sie nicht mit meinen Schlüsseln ab. Ah, okay. Ah, mit dem Schlüssel können wir bestimmt auch hier rein, ne? Das ist ja so ein Schlüssel bunt. Genau, da sind drei dran, oder ist das hier auch noch eine? Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Okay, hier geht erstmal... Nee, warte mal, den will ich nicht zurückgeben. Den brauchen wir auf jeden Fall. Wir sehen uns später noch. Also wir brauchen den Schlüssel von ihm, um hier reinzukommen. Der muss natürlich weg. Der muss weg, irgendwas muss passieren. Entweder... Man ruft... Ja, keine Ahnung. Er muss abgelenkt werden. Ich weiß auch nicht. Können wir das Thermostat da irgendwas dran rütteln? Ihm zu kalt dann oder so? Ich drehe die Heizung ab und warte. Okay. So, jetzt wird ihm kalt. Okay, was macht er jetzt? Die Handschuhe an, toll. Wie erhofft, zieht sich die Wache die Handschuhe an. Hey, warum denn wie erhofft? Was? Ja und? Hallo, ich... Was gibt... Wir sehen uns später. Okay, es passiert gar nichts. Ja, okay. Abgeschlossen. Die Tür ist verschlossen. Warte mal, Engel, warte mal. Können wir nicht? Ist ja Seife, ne? Wir haben doch. Können wir hier? Vielleicht kann ich ja einen Zweitschlüssel von dem hier herstellen. So ein Abdruck. Weißt du?
So. Der Schlüssel hinterlässt in der Seife einen deutlichen Abdruck. Genau, das ist so auf ähnlich der Seife ist der Abdruck eines Schlüssels wie in Irland. Wundern. Jetzt machen wir hier den Gips rein. Haben auch Gips da. Den Gips zu behalten war eine gute Idee. Und dann Wasser. Wasser war ja auch. Mit dem Gips im Abdruck bin ich auf der richtigen Spur. Ich habe den Schlüsselabdruck in der Seife mit trockenem Gips gefüllt. Okay, jetzt ein bisschen Water. Ohne den Gips anzufeuchten, kannst du keinen Abdruck machen. Korrekt, George. Und jetzt, aber nasser Gips allein macht noch keinen Abdruck. Ja, hier trocken. Ich benutze den Trockner, um die Sache zu beschleunigen. Naja, es hat eine Zeit gedauert, aber dafür habe ich jetzt auch einen völlig unecht aussehenden Gipsschlüssel fabriziert. Viel zu zerbrechlich, um ihn in einem Schloss umzudrehen. Ich muss ihn gegen den echten austauschen. Genau. Das Problem ist, er sieht nach Gips aus und nicht nach Metall. Ja, aber andererseits hat diese Gipsstatue in Syrien ja auch nicht wie Stein ausgesehen, bis ich sie ein wenig künstlerisch nachbearbeitet habe. Genau, das dachte ich gerade. Vielleicht könnte man den Schlüssel ähnlich verschönern. Wir können ja einfach wieder dieses dumme Tuch nehmen. Hm, vielleicht doch nicht. Was? Echt nicht? Aber... Moment. Ah, oben, der Farbeimer, ne? Der Farbeimer. Ja, wir müssen mal nach oben. Also der lässt... Wir geben ihm jetzt den Schlüssel hier ab. Erstmal. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Hier sind Ihre Schlüssel zurück. Vielen Dank. Merci, Monsieur. Okay, so. Jetzt müssen wir den Farbeimer haben, um den so ein bisschen anzupinseln. Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. Aber der dumme Idiot lässt uns ja nicht da dran. Was haben wir denn hier? Hallo, ich bin's schon wieder. Was ist? Was ist? Ich habe diesen Schlüssel aus Gips hergestellt. Wie aufregend, wie clever, wie sinnlos, hä? Ich habe einen Hebel für Kanaldeckel. Ich habe mal in der Kanalisation gearbeitet. Ja? Wie war das? Ich habe in einer Methanblase meine Zigarettenpause gemacht. Idiot. Ein Gullideckel landete auf dem anderen Seineufer und ich wurde gefeuert. Hat hier vielleicht ein Typ rumgeschnüffelt, der sich Moulin nannte? Hatte der so ein T-Shirt an, wo drauf stand, mein Name ist übrigens Morlin? Das bezweifle ich stark. Wie zur Hölle soll ich dann seinen Namen wissen, wenn ich ihn nur sehe? Hätte sich ja vorstellen können, du Idiot. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Ah, ich will den Eimer. Hey, Monsieur. Okay, das will ich aber auch gemeint haben. Ich will diesen Shit-Eimer. Kann ich... Hey, Monsieur. Okay. Das will ich aber auch... Okay, okay, also hier geht gar nichts. Shit. Ich versuche mal Nico anzurufen. Weil Telefon ist ja nicht ohne Grund hier. Collard? Hallo Nico, ich bin es. Hallo George, was gibt es? Ich bin bei der Ausgrabung, aber die lassen mich nicht rein. Mist, wir müssen wissen, was es da drin gibt. Keine Bange, ich habe einen Plan. Ich brauche aber deine Hilfe dafür. Ja. Okay, was soll ich tun? Ich möchte, dass du jemanden eine Weile ans Telefon fesselst. Wen? Einen Anstreicher. Ich muss mal an seinen Eimer ran. Oh, okay. Bleib dran, ich hole ihn. Ja, der springt ja da bestimmt sofort drauf an, ey. Mit seinen niedrigen Hallo, Gelüsten. Ich bin's schon wieder. Was ist? Was ist? Da ist ein Anruf für Sie. Für mich? Sind Sie sicher? Eine Frau dran. Klang ziemlich heiß. Was für eine Frau? Das muss ein Irrtum sein, Monsieur. Sie fragte nach dem Bild von einem Mann mit den Nikotinfingern, dem der Arsch halb aus der Hose hängt. Klingt eindeutig nach mir. Treten Sie zurück. Kann doch die Lady nicht auf ihr Bild von einem Mann warten lassen. Oh yeah. So, ich will den Eimer. Einfach mal reinhalten die Hand. Gut, jetzt haben wir hier... Der Gipsschlüssel hat die Farbe prima aufgesogen und sieht jetzt ganz schön echt aus. Fühlt sich aber immer noch wie Gips an. Ja, ich glaube, das muss reichen, oder? Ich meine, ich könnte jetzt nicht noch mehr bearbeiten. Vielleicht doch nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich den noch mehr bearbeiten könnte.
So, er ist am Telefonieren. Oh la la, Monsieur, was für eine merkwürdige Frau. Sie machte mich völlig an und dann plötzlich nichts als wüste Beschimpfungen. Klich? Oui, Beschimpfungen. Naja, ich habe da noch eine Zigarette zu beenden. Ja, und Monsieur, wenn sie nochmal anruft, ich bin beschäftigt. Okay, da oben müssen wir, glaube ich, eh nicht mehr hin. Hau ab, du Lump. Dann gib mir deine Schlüssel. Hallo, ich bin... Was gibt es? Was ist da? Hallo? Ich müsste nochmal auf die Toilette. Ich hab so ein Problem. Was, schon wieder? Ja. Ich habe da ein medizinisches Problem. Wie detailliert soll ich es denn noch erläutern? Ist schon gut, hier haben Sie den Schlüssel. Gut, jetzt gehen wir erstmal rein hier in die schöne Bude, damit er uns nicht sieht. Und jetzt tauschen wir den Kack aus. Jetzt habe ich den nachgemachten Schlüssel gegen den Schlüssel zur Ausgrabung ausgetauscht. Das Ding sieht echt aus, aber es fühlt sich irgendwie falsch an. Naja, so, aber ist ja egal, oder? Der Schlüssel für die Ausgrabung. Ja, solange er da nicht dran rumfingert, müsste das eigentlich egal sein. Jetzt müssen wir nur noch hier rein. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Ich halte den Atem an und hoffe, dass er den Austausch nicht bemerkt. Hier sind Ihre Schlüssel zurück. Vielen Dank. Merci, Monsieur. Ja. Yeah. Okay, wir müssen jetzt irgendwie hier rein. Der Typ muss weg. Der Typ muss weg. Hey, guck mal, ich hab deinen richtigen Schlüssel. Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. So, redest du? Hallo, ich... Ach, nee, was gibt... Dem kann man nicht mehr reden, ne? Okay. Wir sehen uns später. Au revoir. Ich will da rein. Ich komme nicht zu der Tür. Weil der Wächter da steht. Anrufen oder so? Hi, Nico, ich bin's schon wieder. Hab ich mir gedacht. Was willst du diesmal? Was hast du zu dem Maler gesagt? Das wiederhole ich lieber nicht, George. Hör mal, ich muss einen Wachposten aus dem Weg haben. Könntest du anrufen und ihn bitten, dir nochmal den Maler zu geben? Okay, ich rufe gleich zurück. Ah, okay. Gut. Fällt auch überhaupt nicht auf so. Hätte eigentlich rausgehen müssen. Okay. Von hier aus kann ich in aller Ruhe zusehen, wie sich die Dinge entwickeln. Warum er nicht direkt unten bleibt, keine Ahnung. Oder irgendwo anders, auf einer anderen Straßenseite. Und dann direkt runter geht, anstatt sich hier das Ding anzugucken. Hey, du. Telefon für dich. Was? Wer ist dran? Woher soll ich das wissen? Wer bin ich denn, dein Sekretär oder was? Es ist nicht zufällig eine Maus, oder? Doch, ist eine Frau. Gehst du dran oder nicht? Sie hat eine warme, sinnliche Stimme wie geschmolzene Schokolade. Ja, ja. Sie hat eine wirklich sexy Stimme. Jetzt beweg dich schon. Ich rede nicht mit ihr. Ah, ja, das sehe ich. Du verschwendest ja lieber deine Zeit, indem du mit mir redest. Oh, du verstehst mich nicht. Ich will nicht mit ihr reden. Du willst nicht? Willst nicht? Ich vergeude hier meine kostbare Zeit und du... Das ist doch lachhaft. Deine Zeit und kostbar. Du stehst den ganzen Tag nur rum. Mach ja doch auch. Ich habe einen extrem verantwortungsvollen Job hier. Komm mir nicht mit, du elefantöser Dumbatz. Mein Job ist wichtig. Unmöglich. In dem Fall hätten die ja wohl jemand Kompetenten engagiert. Was soll das heißen? Stattdessen haben sie einen abgewrackten Mietbullen wie dich dahingestellt. Nur Epauletten, aber kein Hirn. Oh, du Verfluchter. Das sieht so aus, als ginge es noch eine ganze Weile so weiter. Die Gelegenheit ist einfach zu günstig, als dass ich sie ungenutzt verstreichen lassen dürfte. Ja, die sind beide ziemlich dämlich. Sieht hier noch irgendwas? Der Wächter erzählt dem Maler, da sei ein Anruf für ihn. Und der Maler glaubt ihm kein Wort. Stehen sie hier und gucken sich an, die beiden... Gut, wir gehen rein. Kein Bock hier, mich darum zu ärgern. Mach die Türe auf, mach die Türe auf. Aha, okay, wir sind hier oben, sind Hölzer, Gras. Mir fällt nichts Vernünftiges ein, was ich mit diesen Bohlen anfangen könnte. Bohlen, okay. Ja, das Einzige, was hier geht, ist Treppe runter. Weiter, nicht Treppe. So, hier haben wir diesen Baphomet, diesen Götzen. Okay, hier ist auch gut. Ja. Hallo? Monsieur? Kein Zweifel.
Das ist das gleiche Götzenbild, das ich in Syrien gesehen habe. Baphomet. Die Templer sind also mit Sicherheit hier gewesen. Okay. Endlich mal ein vertrautes Gesicht. Hier gibt's noch irgendwas, oder wie sieht das aus? Was ist das? Aus der Nähe ergibt das Muster keinen Sinn. Ein Muster, okay. Es fächert sich um eine Achse herum auf, mit einer Art Schwerpunkt zu einer Seite. Okay, warte mal, wir müssen... Elch, oder? Einziger... Oder so blitzt und ein Spiegel? Naja, das ist ja wieder Spanien. Da ist es entschlüsselt durch die Biegung des Kelches. Oder? Das Bild einer Kirche. Das ist hier das Wappen. Ach ja, das war das Wappen. Ja, klar, das ist hier die Kirche, okay. Die kennen wir noch nicht. Das Wappen kennen wir natürlich. Wieder in Nikos Appartement. Ich habe herausgefunden, wozu der Kelch war. Du hast das Rätsel gelöst? Ja. Es gab ein verzerrtes Bild auf dem Gelände von Baphomet. Als ich es in der polierten Oberfläche des Kelches betrachtete, veränderte es sich. Was war zu sehen? Ein Bild von einer Kirche mit eckigem Turm. Mit eckigem Turm. Ich check kurz die Schriftrolle. Schauen wir uns... Aber da ist bestimmt eh wieder nichts. Da ist ein Tür zwischen ihnen. Ja. Schau. Ja, bla bla. Da... Ein auf der... Durch. Ich verstehe nicht, warum immer... Egal. Okay. Das ist keine gute Idee. Ich glaube, ich werde den Kelch besser der Gräfin zurückgeben. Beeil dich, George. Okay, und wieder nach Spanien. So, gehen wir da hin.